Sind wir drauf? Wunderbar. Einen recht herzlichen guten Morgen, guten Tag oder aber auch gute Nacht zu einer weiteren FM-Signal-Sinfo-Show-Videoausgabe. Mein Name ist immer noch Damian Galitsch aus dem schönen sommerlichen Stuttgart. Wir haben heute hier und jetzt Mittwoch, den 8.8.2012. Es ist mittlerweile 19.03 Uhr und ich möchte euch wieder zu einem, möchte euch wieder auf ein paar technische Analyse-Neuigkeiten aufmerksam machen. Heute hier und jetzt habe ich mal den US-Dollar gegenüber der türkischen Lira mal ausgesucht. Also bleibt dran. Spannende technische Situation heute hier und jetzt auf jeden Fall. Ja, kommen wir gleich zur Sache. Hier haben wir den US-Dollar. 15-Minuten-Chart. US-Dollar, türkische Lira. 15-Minuten-Charts. 19.04 Uhr am 8.8.2012 bei 1 77,96. Und ja, wie wir sehen, handelt er hier an einer interessanten Trendlinie. Bevor wir zur Sache kommen, holen wir mal, möchte ich etwas weiter ausholen vom 15-Minuten-Chart auf den 4-Stunden-Chart mal zurückblicken. Da haben wir nämlich den ganzen bisherigen Jahresverlauf. Hier sehen wir Anfang des Jahres, ging er doch nach unten von knapp unter 2, 1,92. Unter 2 ist übertrieben, okay, 1,92 bis hin auf 1,72, dann erholte er sich auf 1,82, runter wieder auf 1,75, 1 auf 87, dann wieder runter und dann hoch und jetzt wieder runter. Wie gesagt, ich habe mir mal den 4-Stunden-Chart vorbereitet, um mal, sage ich mal, vom Großen auszuholen und dann runter sich ins Kleine, ins Detail vorzuarbeiten heute. Und zwar, was auffällt, ist halt hier das Tief im Februar. Und eben im April habe ich mal eingezeichnet. Und das Interessante ist, wenn wir mal hier diese Trendlinie, diese Aufwärtstrend verlängern, sehen wir hier, dass wir eben hier mehr oder weniger dran handeln. Wie eben auch festgestellt, wie eben im Chart auch dargestellt. Hier. Genau. Von daher, das ist eigentlich die Neuigkeit in diesem im US-Dollar, in der türkischen Lira. In der türkischen Lira. Von daher ein ganz interessantes technisches Bild auch für uns Tageshändler. Brechen wir es mal etwas runter, gehen wir mal auf den 30-Minuten-Chart und da sehen wir hier eben und da sehen wir eben hier vom 4-Stunden-Chart mal hier diese letzte Bewegung, wenn man so will. Hier diese letzte Bewegung. Schauen wir uns da mal die etwas genauer an. Und wenn wir uns die mal etwas hier anschauen, die haben wir dann eben hier im 30-Minuten-Chart. So. Und dann haben wir eben hier langfristig hier diesen Aufwärtstrend für Investoren und dann eben hier für sogenannte Swing Traders, also keine Tageshändler, sondern Swing Traders, die mehrere Tagen, vielleicht sogar Wochen, um genau zu sein, seit Anfang vorletzter Woche, also nicht diese Woche, auch nicht letzte Woche, sondern eben vorletzter Woche, ging es eben kurz nach oben Anfang der Woche und seitdem eben schnurstracks nach unter bis hin eben zu diesem Aufwärtstrend. So, wenn man so will, haben wir hier eben bearische Swing Traders und langfristig Investoren. Und die Frage, die sich stellt natürlich, was machen wir als Tageshändler? Schmeißen uns rein, warten wir auf irgendeinen Ausbruch? Das ist eben die Mutter aller Fragen, die 1 Million Dollar oder türkische Lira-Frage. Wie dem auch sei, brechen wir mal die Swing Traders etwas runter oder diesen Abwärtstrend. Da sehen wir hier erstens mal diesen Abwärtstrend, zweitens dann hier diese W-Formation und drittens eben, wenn man so will, hier sowas wie einen ja, Squeeze-Out, Shake-Out, Shake-Out Mitte, Ende letzter Woche, könnte man meinen, aber dann ging es eben am Freitag doch nochmal heftig hier runter. So, heftig hier runter, bis eben hier zu diesem langfristigen Aufwärtstrend. So, hier der langfristige Aufwärtstrend nochmal und eben hier die aktuelle Situation im 30-Minuten-Chart. Von daher technisch sehr interessant, hochlukrativ und auf jeden Fall handelbar. Wir können das natürlich nochmal weiterspinnen, weiterdrehen, nochmal weiter ja, runterbrechen, genau wie man so schön sagt, runterbrechen. Versuchen, Wissenschaft methodisch auf den Punkt zu bringen. Und dann sehen wir hier eben diesen Abwärtstrend von den Hochs, nachdem wir hier, wenn man so will, hoch gebildet haben. Verbinden wir mal die zwei Hochs und brennen das runter. Und dann sehen wir eben, dass deswegen, ja, die Frage ist, ob er vorbei ist oder ob er eben einfach nur Luft holt, wie hier, um nochmal wieder nach unten auszubrechen. Das ist eben die Frage. So. Gäbe es diesen langfristigen Aufwärtstrend nicht, so würde ich mich nie trauen,
ehrlich gesagt, hier diese A, diese Trading-Möglichkeit zu formulieren und B, dann noch dazu zu sagen, möglicherweise Long-Positionen einzugehen. Von daher muss man sehen, was passiert, aber auf jeden Fall wahnsinnig interessant und wahnsinnig hochspekulativ und ja, handelbar auf jeden Fall. So, hier nochmal der Abwärtstrend. Kommen wir mal ins Detail und brechen wir es nochmal ganz runter. Wie gesagt, die Frage ist halt eben langfristige Investoren, Swing Traders, langfristige Investoren, Swing Traders. Hier nochmal. Und eben mal auf dem 15-Minuten-Chart runtergebrochen. Da gibt sich eben folgendes Bild, folgendes Szenario. Momentan handeln wir eben 1,7793 um 19.10 Uhr am 8.8.2012. Ja, mehr oder weniger knapp drüber, drunter. Also es bleibt spannend. Auf jeden Fall hauen wir mal die ganzen Charts auf den 15-Minuten-Charts runter, beziehungsweise die ganzen Szenarien, technischen Bilder oder Muster, die sich geben. Dann ergibt sich eben hier folgendes Bild. Folgendes Bild. Und da wir aktuell auch eben im, ja, während den US Equity Handel sind, also während dem Wall Street Handel sind, die Märkte sind mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau, pendeln um Null herum. So, ergibt sich eben hier folgendes Bild mit den Trading Sessions. So, da konnte ich keinen richtigen Trend entdecken. Hier ging es eben runter, dreimal hier hoch, hier ebenfalls hoch, dann ging es hier auch, ja, tight, fast tight, tight. Heute geht es im US-Handel runter. So haben wir neue Tiefs auf jeden Fall gebildet und sind gerade auf dem Weg dabei, ja, die Tiefs zu bestätigen oder eben sogar neue zu bilden. Wie gesagt, ich würde die Longseite mit engen Stops bevorzugen. Heute hier und jetzt am 8.8. um 19.11 Uhr mittlerweile mit europäischer Zeit. Aber auf jeden Fall mit Stops arbeiten. Denn wenn wir uns mal hier mal den wöchentlichen gleichen Durchschnitt nochmal reinhauen, Traders hier, sehen wir hier, dass wir eben hier letzte Woche oder letzte Woche auch mehr oder weniger so eine kurze Wellenbewegung hatten, die dann aber eben dazu geführt hat, den US-Dollar wieder gegenüber die türkische Lira zu verkaufen. Wohlgemerkt, verkaufen. Also sprich, wenn man so will, haben wir hier im Handel einen, ja, vom Swing her, wie gesagt, vom Swing her ein Verkaufssignal generiert bekommen. So, hier. Und das ist eben die Frage. Wie gesagt, Swing Traders against Langfristinvestoren und wir als Tageshändler mittendrin. Was will man mehr? Was will man weniger als Tageshändler? Ich weiß es nicht, besser geht's nicht. In diesem Sinne würde ich, wie gesagt, tendenziell die Longseite bevorzugen, mit engen Stops arbeiten. Roundabout eben 1,78 momentan. Aber ja, momentan notieren wir punktgenau bei 1,78. Stops setzen, je nachdem. Risikoneigung 1,775. 1,77, ja, 77,5, höher oder weniger, bleibt jedem selbst überlassen und eben drauf hoffen, spekulieren, kalkulieren, dass eben der langfristige Aufwärtstrend doch eher hält als der Swing nach unten. Das ist eben die Gretchenfrage. So, okay, in diesem Sinne, danke ich euch nochmal für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. So, und einen recht herzlichen guten Morgen, guten Tag oder aber auch gute Nacht, wann immer oder aber auch wo auch immer ihr meine FM Signals Infoshow Videos sehen oder aber auch hören möget. Mein Name ist immer noch Damian Galitsch aus dem schönen Stuttgart und wir haben heute und jetzt Montag, Mittwoch, den 8.8.2012. Es ist 19.13 Uhr mitteleuropäische Zeit. Anstrengend.
To my script.